Hallo Leute und mal wieder jetzt sollten wir eigentlich problemlos zum Turm kommen. Zurück zu The Evil Within. Habe ich tatsächlich das ganze Kapitel nochmal gespielt. Habe jetzt auch ein bisschen mehr Ausrüstung. Ich habe noch 3 ganze Schrotflintenschüsse, immerhin. Einmal sogar das Scharfschützengewehr noch. Dann habe ich 3, habe ich, sehe ich das richtig? 3 oder 2? Doch, 3 Explosivbolzen habe ich noch. Eine Granate. Und natürlich dann auch noch ein Schockbolzen, Kältebolzen, 2 Blendbolzen, ein Harpunbolzen, wobei ich nicht weiß, was ich mit den Blendbolzen machen soll, weil die machen ja, glaube ich, keinen Schaden. Die blenden halt ja nur. Aber Harpun ist auch aufgebessert. Ist nämlich so, dass ich, da ich das ganze Kapitel nochmal gespielt habe, hatte ich zwar wenig Glibber bekommen. Irgendwie hatte ich so das Gefühl von den Zombies, weil ich halt munitionssparend gespielt. Das heißt, ich bin halt mehr rumgerannt und habe halt so versucht, mit Tonnen und keine Ahnung was die zu töten oder mich rauszuwinden und lieber halt eine Spritze mehr zu nehmen. Ich habe jetzt auch, glaube ich, gar keine mehr. Nee, habe ich nicht. Dafür bin ich bei guter Gesundheit jetzt. Hatte ich noch gar nicht erwähnt, ne? Ich hatte ganz am Anfang des Kapitels, da hing so eine Leiche und dahinter war eine Statue, wo ja ein Schlüssel drin ist und ich weh diese Leiche noch jetzt hin und her. Eigentlich problemlos zum ja, Turm Joseph. Weh die dann noch so und sehe halt nicht, dass das Ding dahinter steht. Das hat mich hinterher total geärgert. Die habe ich natürlich jetzt auch eingesammelt. Dadurch habe ich dann Glibber wieder nachbekommen, habe also ein Türchen geöffnet, da war Glibber drin, ja toll. Und habe dadurch auch nochmal neu aufgebessert, da ich ja jetzt wusste, was auf uns zukommt, habe ich die Verbesserungen neu gemacht auf dem Super-Schockstuhl. Da habe ich nämlich jetzt die Harpune verbessert und auch Explosivbolzen, die Spritzenwirkung und Lebensanzeige oder ich weiß nicht, irgendwas auf jeden Fall noch dazu gemacht. Genau, Streichhölzer sowieso am Ende nochmal. Als so wie ich es vorgemacht habe. Das heißt, die Kraft ist dadurch ein bisschen höher und ist jetzt das erste Mal, dass gleich der Kontrollpunkt kommt. Und ich will gar nicht mit dem Scharfschützengewehr eigentlich rumballern. Ich würde sagen, ich bleib mal bei Explosiv. Jetzt sollten wir eigentlich problemlos zum Turm kommen. Wir können ja auch erstmal. Was mache ich denn mal? Ich könnte das Ding ja direkt daran schießen. Dann explodiert das, wenn er dahin geht. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wenn ich dran vorbeigehe, mag ich es auch nicht so gerne. Aber in der Hektik, komm, wir machen es mal. So, wenn er dran vorbeigeht, ist er dran. Nur wir müssen aufpassen, dass wir dann nicht zu nah dran sind. Eine Fackel habe ich auch noch. Witzigerweise. Jetzt überlege ich gerade, das ist ja Scharfschützengewehr. Ich nehme mal die Schrotflinte, weil wenn ich dann hier drauf baller, was macht wohl mehr Wumms? Auf eine Tonne schießen? Oder auf ihn mit einer Schrotflinte. Ich weiß es nicht. Ich habe nur 3 Schüsse. Wir probieren es einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob wir mit einer Fackel auf ihn draufkloppen können. Wenn ich sterbe, ist es ja nicht so schlimm. Jetzt haben wir den Kontrollpunkt schon mal. Komm mal her. Joa. Das war auch gut. Komm mal her. Oh nein! Okay, ich wollte mit der Fackel auf ihn zu. Ich dachte, das geht. Also bringt mir die Fackel gar nichts. Finde ich natürlich schade, weil ich dachte, ich kann ihn wenigstens kurzzeitig brennen lassen. Aber ich finde so die... Na toll, jetzt fange ich wieder hier an. Ich will aber meine Tonne wieder haben. Wenn mir die Fackel nichts bringt, will ich erst recht die Tonne haben. Ich weiß, es ist immer so ein blöder Umweg, aber naja, hilft ja nichts. Schade, dass die Fackel nichts bringt, weil, ja, ich kann aber einfach nicht zu nah an ihn ran, glaube ich. Aber die ersten ganzen Ballerdinger, die wir da auf ihn gemacht haben, die waren ja schon mal taktisch gar nicht so schlecht. Also klar, gut. In einer realistischen Situation weiß man ja nicht, dass der auf einen zukommt und dann kann man das alles nicht so planen. Aber wir können es jetzt planen.
So, da ist die Tonne besser. Ich nehme die Fackel trotzdem einfach mal mit. Und ich fand das gar nicht so schlecht, das dahin zu schießen, den Explosivdingens. Das mache ich mal wieder. Genau. Why not? Warum eigentlich nicht? Vielleicht am Boden auch machen, wenn er hinter einem herläuft so. Weißt du? Da hinten ist ja auch nicht schlecht. Wenn er dann einmal hier lang läuft, dann bums. Vielleicht ein bisschen eher so da. So. Da machen wir es mal hin. Mitten in den Weg. Können wir das Ding auch... Nee, wenn ich das jetzt an die Wand schieße, blendet ihn das dann auch? Oder nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Okay. Aber dann können wir auf die Tonne schießen, wenn er vielleicht geblendet ist. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Egal. Ich muss die Fackel in die Hand nehmen. Sie wird mir wahrscheinlich nichts nützen, aber... Gut. War Nummer 1. Muss mal nicht so schnell sein, bitte. Braucht mal irgendwie... Oh nein! Oh shit, jetzt war ich zu langsam. Oh Manno! Oh, wie oft soll ich das denn noch machen? Oh, jetzt bin ich schon so gut vorbereitet und bin irgendwie zu lahmarschig oder was? Echt, das nervt mich jetzt langsam. Bis gleich. Dieser Boss regt mich so auf. Echt, es ist so nervig. So, stirb endlich. Ja, habe ich ihn? Habe ich ihn? Ja, endlich. Oh, Gott sei Dank, ey. Vorsichtig, das könnte voll mit denen sein. Ja, jetzt bestimmt nicht mehr. Nimm die Fackel in die Pfoten. Wir haben ihn. Wir haben ihn endlich. Ich fasse es nicht. Ich dachte, ich muss das jetzt noch 500 Mal machen. Ich bin einfach mal von der anderen Seite gekommen. Ne? Habt ihr ja gesehen. Und ich habe es diverse Male noch öfters versucht. Und jedes Mal wieder, hey Leute, hallo. Oh, Gott sei Dank. Diesmal hatte ich aber auch genug Zeug. Darüber bin ich sehr froh. Der wird bestimmt nochmal kommen. Mit Sicherheit. Ich glaube, der wird wiederkommen. Das war nicht das letzte Mal. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass ich die Harpune da liegen lassen muss. Echt. Ein anderes Mal freue ich mich wieder, dass ich sowas habe. Aber gut. Fürs Erste haben wir es endlich mal geschafft. Hat ja auch lang genug gedauert. Ich kann sicherlich nichts herstellen. Ich kann aber die Pistole mal wieder reintun. Die Schrotflinte nach links packen. Scharfschütze mache ich mal nach unten. Wir können gerade eh nichts machen. Kann ich irgendwas nachladen? Jawohl. Pistole. Das ist schon mal gut. Das nicht. Das können wir so lassen und wir nehmen die Fackel in die Pfoten. Okay, dann bin ich mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Ach, kriege ich wieder einen Spiegel? Immer wenn man die Musik hört, weiß man ja, dass es soweit ist irgendwie. Was macht er da jetzt? Er hantiert da rum. Wie dann? Der Aufzug steckt oben fest. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Okay. Das lässt sich sicherlich einrichten. Spieglein, Spieglein, wo bist du? Oh mein Gott, ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Aber die Taktik war echt nicht schlecht. Das war eigentlich ganz gut.
So, das hast du. War das Schrotflinte? War das Scharfschütze? Was habe ich denn da eingesammelt? Was habe ich jetzt für Muni eingesammelt? War das nur Pistolenmuni? Echt? Okay. Okay. Was ist denn hier? Einfach mal so ein... Okay, wir lassen den da mal rumschreddern. Schade, dass man die Kiste nicht machen kann. Ich gehe mal hier rein in die blutige Tür mit Krawall. Da ist grüner Glibber. Und ein Tagebucheintrag von Sebastian Castellanos. 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet und du, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst als alles andere. Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen, wie alles Wichtige, was ich tue, mit ganzem Herzen und der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du sollst wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Das ist schön. Und nach diesem Eintrag... Joseph, alles gut mit dir da hinten? Ja, der wartet da jetzt. Das ist schön, Joseph ist auch wieder da. Ich habe noch gar nichts dazu gesagt gehabt, glaube ich. Freue mich, dass er wieder dabei ist. Oder dass es schön ist, dass wir ihn gefunden haben. Es ist doch immer ein angenehmeres Gefühl, nicht alleine zu sein. Und irgendwie taucht er wieder hier am Tisch auf, als wäre mal nichts gewesen, obwohl er zuletzt dieses Monster ja gesehen hatte auf dem Foto. Das ist auch merkwürdig. So, hier hinten seht ihr dann nochmal, was ich meinte. Da war ich hier am Fach. Da ist jetzt aber leider nichts mehr drin. Da war das Glibberzeug. Da bin ich an die linke Seite gegangen, habe den Schlüssel benutzt, was ich sehr schön finde. Und die Trolla ist bestimmt wieder da, ne? Ja, weil wir müssen ja unseren Glibber verwenden. Vielleicht finden wir auch was Neues hier. Ja, habe ich mir irgendwie gedacht. KCPD, Officer vermisst. KCPD, Officer vermisst. Suche nach vermissten Detective läuft. Die 36-jährige Detective Myra Castellanos vom Crimson City Police Department wurde als vermisst gemeldet. Oh oh. Obwohl sie zum Zeitpunkt des Verschwindens im Dienst war, bestritt ein Polizeisprecher jegliche Verbindung zu einem der Fälle, in denen sie ermittelte. Ihr Ehemann und Vorgesetzter Sergeant Sebastian Castellanos verweigerte einen Kommentar. Das heißt, seine geliebte Myra ist irgendwie weg. Er ist bestimmt auf die Suche nach ihr gegangen. Vielleicht war das ja dieses Monster oder was auch immer. Vielleicht wurden aber auch bei dem Versuch, sie zu retten, wurde er gefangen genommen und es wurden Versuche mit ihm gemacht. Ich weiß es nicht. So, was können wir denn mal besser? Nahkampfschaden finde ich eigentlich auch gut. Den mal zu verbessern. Kostet uns auch ganze 3000, aber ich mache das jetzt mal. Hier kann ich gerade nichts mehr machen. Wir könnten die Genauigkeit noch verbessern, aber ich mache diesmal mal... mache ich mal kritisch? Reserve, Qualenbolzen. Ich meine, die sind ja alle gut. Kältebolzen, gut, das friert ein. Ich weiß nicht, wie das mit Schaden ist und so. Harpune habe ich gerade erst verbessert. Ich könnte Explosivbolzen nochmal besser machen. Und das tue ich auch. Ich finde das sehr gut. Ich finde Explosivbolzen gut. Genauso wie Schock eigentlich auch. Aber Explosiv verwende ich so am liebsten. Deswegen mache ich das mal so. Damit kann man gut Schaden anrichten. Wenn die da in die Falle laufen oder wenn man damit einen Gegner beschießt. Ich finde das gar nicht so schlecht. Bin froh, dass wir jetzt speichern können, dass ich das geschafft habe, wenn ich ehrlich bin. Und noch mit ein bisschen mehr Muni als vorher. Dafür musste ich es halt aber auch nachspielen. Was ich nicht so schön fand. Hab lange gebraucht für den Boss, andere nicht so. Weiß auch nicht. Ist halt so. So, dann gehen wir wieder zum Spiegel. Spieglein, Spieglein. Und haben's dann auch. Hoffentlich bald.
schön. Der Spiegel bleibt. Der geht irgendwie nicht kaputt, aber ich glaube nicht, dass wir hier nochmal herkommen. Wir zünden jetzt erstmal den Guten hier an. So. Der verschwindet nämlich jetzt und dann geht die Tür auch auf, oder? Jawohl. Na, komm mal. Joseph, komm. Das ist so ein bisschen Silent Hill, ne? Mit diesen Fahrstühlen und nicht wissen, was kommt und Monster und so. Das erinnert mich schon irgendwie daran. Da ist wieder Glibber. Ich mache mir jetzt aber nicht so viel Sorgen. Selbst wenn ich sterben würde, weil hier irgendwas mega Schwieriges kommt, dann übe ich das einfach wieder und das schaffe ich schon. Sterbe ich halt. Bin aber trotzdem froh, dass wir es geschafft haben. Ich nehme mal einfach die Pistole zur Hand, weil das andere haben wir eh nicht so, obwohl Blendbolzen wäre auch nicht schlecht. Was ist hier los? Ich bin vorsichtig. Denkst du, Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie sie als Köder benutzt haben. Als würde jemand mit uns spielen. Ja. Und nein, er kriegt wieder einen Anfall. Oder so. Oder auch oder nur einen Hustenanfall. Halt durch. Ist nicht mehr weit. Kräuterbonbon? Okay, dann nicht. Was ist mit diesen Dingern hier? Sind da Feinde drinne? Ja, das ist alles so... Sieht mega geil aus, aber bin auch ein bisschen misstrauisch hier mit diesen Glocken. Wenn es jetzt Tomb Raider wäre, dann könnte man hier da bestimmt diesen Lappen da abfackeln und kriegt dafür dann irgendwie... Kann die sammeln. Für irgendwelche Geschichten. Das sind nur zwei. Die schaffen wir. Nein, das ist keine... Was macht er denn? Eine Falle! Joseph, du Depp. Läuft da einfach hin. Ist auch eine Nase, ey. Joseph! Prima. Prima. Hast du toll gemacht, Joseph. Wieso machst du denn so einen Scheiß? Echt mal. Da ist keiner. Okay, wir gehen da lang. Wie komme ich jetzt hier weiter weg? Achso, ich soll die aufhalten. So. Aufgehalten. Wie komme ich jetzt hier weiter? Alles klar? Ja, komm, mir lauf da mal gut. Weg. Keine Sorge. Sonst hätten die ihn da umgebracht, ne? Ja, dann hilf mir mal. Das war gar nicht schlecht jetzt, glaube ich, mit dem Blendings. Wir stehen doch aber wieder auf. Wir sind doch nur geblendet worden. Okay, er hilft uns. Finde ich super. Danke, Kumpel. Dann schleich da mal rüber. Du hättest sie einfach lassen sollen. Nein. Was zur Hölle? Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist besser so. Was soll der Scheiß? Nein. No, no. No, no. Gib mir Deckung. Gehen wir. Wie soll ich ihm denn Deckung geben? Ich hab doch kaum was. Was passiert?
Ach so, wahrscheinlich. Shit. Ja, ich bräuchte dann mal was. Jo. Kommt alle zu mir, meine Freunde. Ja. Gut. Ja, ich rede gerade nicht mehr irgendwie. Ja, das ist super gelaufen hier. Irgendwie hat mich seine Axt getroffen und da ich keine Heilung mehr hatte, die ich sonst genommen hätte, ja. Oder habe ich eine Spritze mittlerweile? Ich habe gar nicht geguckt, ob ich wieder eine Spritze habe. Ich dachte, ich hätte keine. Aber gut, eigentlich ist es gar nicht so schlecht gelaufen mit dem Ablenken. Ich verballer zwar ungern meine Harpunen gerade, aber... Gib mir Deckung. Gehen wir. Echt, ne? Leute, hier war doch irgendwie Muni. Gibt die hier noch oder war das nur wegen demjenigen? Och Mann, oh. Immer laufe ich in die rein. Also nicht wirklich, aber ist schon blöd, wieder gerade mal so, merke ich. Oh, da ist eine Axt. Die will ich haben. Oh, sie kommen. Die Axt. Oh, er hat's. Er hat's. Er hat's. Komm. Lauft. Weiß nicht, ob es da noch was zum Einsammeln gab, aber ist halt so. Ich hätte die. Joseph, bist du in Ordnung? Nee. Ich. Ja. Ein Kontrollpunkt. Wir haben es mal wieder geschafft. Oh Mann, oh, meine schönen Harpunendinger. Aber es war ganz cool, die mal so richtig auszuprobieren, was die für eine Durchschlagskraft haben, mit dass halt andere Gegner auch damit umfallen. In dem Fall war es vielleicht besser, als jetzt die Pistole zu nehmen, weil was anderes hatte ich ja jetzt nicht. Ich hätte gern mal wieder so richtig ordentlich Schrotflintenmuni, aber naja, ist halt so. Wir haben es geschafft, wie es aussieht. Finde ich prima. Oh ja. Her mit der Muni. Was wackelt da hinten? Weiß ich nicht. Oh Gott. Ich frage mich, ob wir das Kapitel bald geschafft haben. Hier haben wir was. Yeah. Her mit dem Glipper. Was ist das? Ich muss mal ein bisschen irgendwie gucken, was hier welche Muni ist. Ich glaube, das ist unsere Schrotflinte sogar. Dafür haben wir auch was. Dann kannst du ja gleich nochmal das nehmen und die Muni hast du auch. Alles. Wird es irgendwie schwerer, sich zu bewegen? Ach was. Da ist so eine Statue. Das ist das Ding von dem Foto, erkenne ich gerade. Können wir hier irgendwas herstellen? Nö. Okay, interessant. Sieht nach einem Marktplatz aus. Sieht verlassen aus, so wie alles hier. Wir sollten weitergehen. Ich finde auch, wir sollten weitergehen, aber natürlich werde ich die Kisten alle Schrott machen, damit ich alles schön einsammeln kann. Mittlerweile habe ich da den Dreh raus und freue mich, dass man hier Sachen findet. Doch, da kann man nicht, doch.
doch mal auf die Kiste, Mensch. Hier wird unser Vorrat gerade schön aufgefüllt. Ach, die Tonnen auch? Die Tonnen gehen auch. Judas, wenn du hier einfach nur rumstehst, ne, dann... Oh, da ist auch noch irgendwas anderes Tolles. Geil. Das ist schön. Da geht's bestimmt weit. Das will ich noch gar nicht. Obwohl. Das hier ist nix. Doch, das ist auch was. Kann man betreten. Mhm. Wir werden hier jetzt ausgestattet. Sehr schön. Da ist noch so ein Gerät zum Abhören. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle mal einen Cut. Freue mich, dass wir es soweit geschafft haben. Leute, wir haben den Boss hinter uns, den blöden Kettensägen. Wollte ich mal sagen. Ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal bei The Evil Within. Danke. Ich glaube, ich rieche diese Dinger. Sie sind in der Nähe. Oh, das ist nicht gut, Joseph. Das ist nicht gut, aber dafür kriegen wir hier auch gerade Muni, glaube ich. Dann gehe ich nochmal dahin zurück. Dann kann ich die Kisten und Fässer ja auch nochmal platt machen. Ne? Macht irgendwie Spaß, das alles hier kaputt zu machen. Und hinterher heißt es, du hast doch hier was übersehen und da was übersehen. Die Kommode will ich auch alles zerdeppern. Wieso kann eigentlich in einer Kommode nichts sein? Wieso nur hier? Weiß ich nicht. Schön. Okay, bevor ich mich hier weiter verliere im Kissen zerdeppern, bis zum nächsten Mal. Ciao.